Hallo und herzlich willkommen zu Robert's Classic Chef. Heute Brunel Aloe Vera Yaki Telestar mit der Shark Super Chrome Blade und Hux Resurrection Aftershave Lotion. Ihr habt gesehen, ich habe mein Gesicht ein bisschen aufgewärmt. Ich muss das noch ein bisschen befeuchten. Dann als Rasierpinsel heute ist der DS Cosmetic Coffee. Auf den tue ich etwas von der Brunel Rasiercreme drauf. Eine wohlbekannte kroatische Rasiercreme, die sehr gut funktioniert. Auch noch ein bisschen als Briefschiff drauf. So. Und als Rasierhobel sagt der Yaki Telestar Kopf und ist der DS Cosmetics Griff mit ja, so Diamanten Knurling hier. Die Rasierklinge nutze ich heute zum vierten Mal. Die sind noch von meinem alten Bestand. Also die eine große Packung, wo ich geschenkt bekommen habe vom Volker, die habe ich noch nicht geöffnet. Das ist also noch von meinem alten Bestand. Da habe ich noch ein paar, denke ich mir, die will ich erstmal zu Ende nutzen und dann Angriff auf die Großpackung machen. Ja, ein bisschen rational muss man immer denken. Das sind meine Gedanken halt. So, dann heute Gesichts aufschäumen. Der Rasierhobel der Telestar hat ein Blade Cap von 1,15 mm. Da denke ich mir, sagen irgendwie so eine mittlere Aggressivität hat. Und wie ich finde, alle Yaki Rasierköpfe, Hobel, sind berechtigt auf dem Markt. Auch wenn sie vielleicht irgendwie eine Kopie von irgendetwas sind, aber sie funktionieren sehr gut. Man kann sich anständig mit ihnen rasieren. Und was will man mehr? Was will man mehr? Für einen vernünftigen Preis. Es gibt hier bei denen, sagen wir so, welche, die sind sehr günstig, welche, die sind so, sagen wir, irgendwie, naja, für mich schon im hohen Preis, für manche andere, die halt trockene kaufen, sind sie dann doch irgendwie im unteren Preis, aber sagen wir so, ja, Anfang von einem mittleren Standard, denke ich mir, sind die dann auch drinnen.
So, dann gehen wir. So. Ja. Ja, 2 Tage gehen wir mit dem Bartwuchs als erstes. Ja, nimmt es mir nicht übel, wenn ich beim Rasieren mehr in den Spiegel schaue. Lass ein bisschen seitlich an euch vorbeischaut. So, ja. Die Aloe Vera Rasiercreme von Brunel ist die wofür empfindliche Haut ist. Es gibt noch eine Klassik, die hat ein rotes Level. Das ist dann oder die ist dann für normale Haut. So, dann sind wir schon durch mit dem ersten Durchgang. Ich wasche mein Gesicht ab, kurz. Wieder meinen heute türkischen Mokka doppelten. So, dann können wir gleich weiter. So. Das Wetter hier in Kroatien ist Gott sei Dank wesentlich viel besser geworden. Jetzt ist das Wetter so, wie ich mir das vorstelle für diesen Monat. Es hat gleich richtig angezogen. Die Temperaturen sind, so gestern waren sie bis auf 26 Grad hochgestiegen. Heute erwartet man ähnliche Temperaturen. Mittag und es ist ja gut. Man schwitzt jetzt ein bisschen, weil jetzt doch echt von 13, 14 auf 26 schon extrem ein Unterschied ist. Was haben wir Menschen, obwohl wir schon so lange in so einer Zeit leben, wo die Temperatursprünge so hoch sind, aber wir sind trotzdem nicht auf sowas gewöhnt, weil wir immer noch irgendwie vielleicht auf das Wetter von vielleicht der Steinzeit gewöhnt sind oder von damals, wo vielleicht die Sprünge nicht so waren oder ich weiß nicht. Mal, ich denke mir, dass es Temperatur oder ja, Klimaänderungen immer auf dieser Erde gegeben hat, auch bevor wir Menschen, also wir denken, wir sind die Krönung der Schöpfung. Ich denke mir, dass wir mit dem Klima als Menschen ja einen Teil schon verantwortlich sind, aber der Teil ist dann so klein, dass ich denke, es ist so
lächerlich, darüber überhaupt ein Thema zu reisen. Aber gut. Es hat immer wärmere, kältere, mehr Regen, weniger Regen gegeben. Also der Ganze, was mir ein alter Bauer gestern gesagt hat, wo wir Pflanzen gekauft haben für den Garten, also Nutzpflanzen und Kartoffeln, so Paprika, Tomaten zum Pflanzen, hat er gesagt, ja, der ganze Regen, was jetzt geregnet hat, ist alles für die Katz, ganz alles vergessen. Ich sage, jetzt kommt so eine trockene Periode. Hat er gesagt, wir wissen nicht, ob wir am Schluss die Hälfte ernten werden vom letzten Jahr. Das ist dann wieder, wenn man so schaut. Ja, und ja, wir oben da bei dem Berg, ist so dieser ganze Erdrutsch vom Wald, ja, von einem Waldstück, ist auch so ein Thema. Daran arbeitet, das wieder jetzt sauber zu machen. Es ist so ein sandige Erde. Also sehr sandig und es ist wie so lebendiger Sand jetzt ist das mit dem Wasser geworden und muss jetzt halt alles wegräumen. Wegschmeißen, weil mit dem, ich weiß nicht, man kann glaube ich nichts damit anfangen. Oder weiß jemand von euch, vielleicht ist jemand so auch im Garten tätig, ob man das mit dem sandigen, mit der sandigen Erde anfangen kann. Kann mir den Tipp dann geben, in der Be ja, im Kommentar. Und ja, auch für diesen sehr kleinen Berg ist das, also von da, wo es runtergekommen ist, bis zu da sind vielleicht 6, 7 Meter Höhenunterschied. Ist also nicht jetzt viel, aber von der Höhe. Also ich denke mir, da werde ich irgendwie eine Betonwand machen müssen. Ja, auch irgendwie so 10, 12 Meter Breite hat. Und es wird mich auch dann ziemlich viel Geld kosten. So, zwei. Durchschnittliche Monatsgehälter, so ungefähr 1300 Euro.
nicht der ganze Spaß an Kosten. Das ist schon eigentlich hier in Kroatien doch sehr ordentlicher Preis. Aber irgendwas muss ich machen. Auch da, wenn jemand weiß, irgendwie ein Tipp, was vielleicht noch besser wäre. Gegen weiteren Erdrutsch vorzugehen. Und gestern, wo wir da hingefahren sind, erst habe ich überhaupt das nicht gemerkt. Es war ein Bus ist dran gestanden an der Seite, Gegenverkehr, Polizei. Habe ich gedacht, hat die Polizei den. Mann, bin ich. Busfahrer irgendwie angehalten, irgendwelche Kontrolle oder so. Ob alles stimmt mit den Papieren vom Busfahrer und von der Firma. Aber dann, wo ich dann nach Hause gekommen bin, dann fragt mich mein Schwiegervater, ja, hast du da, bist, wo bist du denn da hingefahren? Welche Strecke? Ja, hier, Hauptstraße, darunter. Normal, hin halt, sage ich, zu dem Ort halt, wo wir waren. Ja, was nicht? Denn, ja, doch. Was ist denn los? Dann sagt er, ja, der ist da geparkt gewesen und da ist in die Straße eingekracht, weil die Straße so geflutet war, dass der ganze Asphalt und alles, der ganze Untergrund so aufgeweicht war, dass der ganze Bus mit dem Hinterteil einfach abgesackt ist. Es hat zwar nicht jetzt viel ausgeschaut, es ist also nicht irgendwie sehr schräg gewesen, sondern also es war vielleicht einen halben Meter, wo abgesagt hast, hinten aber ist abgesagt. Also die der neue ganze Asphalt und alles, was sie gemacht haben, die ganze Straße, ganze Untergrund, das ist alles runter. Bam, weg. So, hier gehen wir weiter im Programm. Das ist schon ziemlich, ja, ich sag mal, effektives Rasieren heute, für das Mal. Ich denke mir, das ist dann auch das letzte Mal, weil sie doch ein bisschen, sagen wir, sie rasiert schon gut, aber man spürt schon ein bisschen dieses Hackeln. Also, ihr versteht, was ich meine. Also, also Indianer, es ist, also man spürt einfach, es ist nicht mehr so, es geht nicht mehr so glatt durch wie normal. Es ist so ein kleines Hakeln. Und ja, das ist halt bei mir immer so, das ist dann das letzte Mal. So, dann weiß ich, okay, viermal kann ich die verwenden beim fünften Mal. Es kann aber sein, dass das in einem anderen Hobel ganz anders ausschaut mit dir. Also es kann sein, dass es sogar in anderen Hobeln fünfmal, sechsmal geht. Also es ist nie. Darum habe ich auch immer, ich sage, mein Durchschnitt, genereller Durchschnitt für alle Rasierklingen ist, man kann sie vielmal benutzen. Man kann welche auch viel öfters benutzen. Es gibt auch andere, die kann man weniger benutzen. Aber naja, es kommt auch darauf an. Vielleicht. Es ist nicht bei jedem gleich, muss man auch fairerweise sagen. Aber ich denke mir mal, viermal, ja, viermal ist so ein genereller Durchschnitt, wo wirklich, ja, man kann das so nehmen. So, es geht gegen den Strich. Wow, genau. Heute bin ich so ein bisschen Standard Abfolge gegangen. Und die Rasiercreme gibt sehr guten Schutz beim Rasieren, gute Gleiteigenschaften. Preis ist um die 2 Euro die Tube. Gibt günstigere auch, ja.
Ja, ich sage mal so, in Kroatien die Produkte, wo etwas qualitativ hochwertig sind, sind nicht unbedingt billig. Also, wenn man die Kekse von Crush anschaut, die Napolitanke, die alle anderen, wie sie sind, Paris, und ja, die haben ja riesen Breitefläche, oder die Bomboniera, also Bayadera zum Beispiel, das ist so ganz bekannt. Die haben ihren Preis einfach, quasi so vor Sachen, Frank, Kaffee. Auch wesentlich teurer als den Kaffee, den ich kaufe, der aus Slowenien kommt, der Barkaffee. Für mich Barkaffee. Und auch für meine ganze Familie wesentlich besser. Nochmal ein kleiner Schluck Kaffee. Aber Frank, weil es so ein bekannter Name ist, bekannte Marke hier in Kroatien, das hat ja dann so ein. Ist nicht schlecht, sondern sehr gute Qualität und so, aber vom Geschmack her, Barkaffee ist irgendwie so bekömmlicher einfach. So, nochmal ein bisschen Pickup hier am Halsbereich. Kleine Säuberung. Säuberungsdurchgang, sagen wir mal so. Also ich muss schon sagen, von den letzten beiden Rasierhobel, was ich benutzt habe, ist dieser doch wesentlich direkter, aggressiver, effizienter. Aber jetzt nicht so sehr stark aggressiv, das meinte ich nicht, aber einfach ja effektiver halt. Wesentlich effektiver. Ja, ein bisschen Bambus wieder mitgenommen. Meine Spezialität. So, dann bin ich eigentlich fertig. Ich lasse das alte Wasser raus, neues rein und dann bin ich gleich wieder da zum danach oder so. So, ich bin wieder da. Ich tue mich kurz kühl abwaschen mein Gesicht. So.
Gesicht abtupfen ein bisschen. Trocken tupfen. Schön trocken tupfen. So. Und jetzt kommt das Aftershave-chen. Muss man schütteln, bevor gebraucht. Das ist so eine Wasseröl-Mischung. Und dann trennt sich das. Wenn man schüttelt, dann verbindet sich wieder das Ganze. Und nimmt dann so eine milchige Situation dran. Das ist eine, ich sag mal so, milderes Aftershave aus Griechenland, Hacks Resurrection. Und so, das ist so modern, wenn jemand nicht so brennt, aber sehr gut riechende und stark riechende, also ziemlich doch. Ja, kann schon sagen, hat schon einen guten Geruch. Intensiven. Dann Hacks Resurrection Europa. Wunderbar. So. Ja. Ja. Und passt sehr gut zu der Brunel Rasiercreme. Hat auch, auch einen leichten Aloe Vera Duft hat noch. Und dann, ja, ist die Sachsen genau richtige das Aftershave zu der Rasiercreme von Brunel Aloe Vera. So, ja, das war's von der Rasur. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich bedanke mich bei allen Abonnenten, bei alten und bei den neuen ganz besonders. Danke, dass ich mit euch die über 300 jetzt erreicht habe und dass es weitergeht mit den Zahlen, dem Steigen. Vielen Dank dafür. Das weiß ich sehr zum Schätzen. Liked, subscribed, hit the bell. Shared auch weiter, also könnt es weiterleiten an eure Freunde, die ja auch Freunde der nassen Rasurkunst sind. Können sich meinen Kanal unverbindlich anschauen, wer Ihnen gefällt, können Sie sich auch bei mir abonnieren. Dankeschön, nochmals schöne Woche, bis zu meinem nächsten Rasur, Sonntag oder Mittwoch. Tschüss und danke.